Die reduzierte Mehrwertsteuer wurde vor mehr als 40 Jahren aus sozialpolitischen Gründen eingeführt. Alle sollten ihre Grundbedürfnisse befriedigen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, auch mit geringem Einkommen. Deshalb sind Grundnahrungsmittel und der öffentliche Personennahverkehr auch nur mit 7% besteuert statt mit 19%. Die reduzierte Mehrwertsteuer wurde im Laufe der Jahre ausgeweitet. Produkte für Kinder haben davon allerdings bislang noch nicht profitiert. Auf Babywindeln, Kinderkleidung, Spielzeug und auch die Schulspeisung sind bislang 19% fällig. Hoteliers oder Sesselliftbetreiber haben dagegen in den vergangenen Jahren von einer Reduzierung auf 7% profitiert. Wir fragen uns, wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit? Deswegen hat der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter die Kampagne 7 für Kinder mitinitiiert und fordert die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Produkte und Dienstleistungen für Kinder auf 7% für ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit.